Ja, also erstmal vielen Dank für den Applaus fürs zu spät kommen. Bin gern hierher gekommen. Es ist, das zu meiner Schande muss ich gestehen, mein erster Besuch in Eisenhüttenstadt. Und Dennis, ich hoffe, dass spätestens, wenn du dann direkt gewählter Abgeordneter bist, wir das dann überbrücken können. Denn das ist ja das Ziel. Wir wollen, dass Dennis Hohn auch der direkt gewählte Abgeordnete für Eisenhüttenstadt ist. Warum wollen wir das? Weil wir wollen, dass es hier eine Zukunft gibt. Und zwar für alle. Und zwar auch gerade für die Jungen da hinten. Wir wollen, dass es nicht so ist wie in den 90er Jahren, wo die Eltern ihren Kindern gesagt haben, wenn du was werden willst, geh weg. Und wir wollen, dass man sagt, wenn du was werden willst, bleibst du in Eisenhüttenstadt. Und das klingt vielleicht komisch, aber meine Damen und Herren, wenn Sie die richtige Wahlentscheidung machen, kommen Sie dem einen Schritt näher. Das ist das Ziel an der Brandenburg-Wahl. Da sind wir kurz davor. Und das, diesmal wollen wir es uns nicht wegnehmen lassen. Ich sage das selbstkritisch. In Sachsen sind wir da an einer Stimme gescheitert. Das darf in Brandenburg nicht passieren. Die Ausgangslage ist hier schlechter. Respekt für den bisherigen Wahlkampf, für den Landesvorsitzenden. Ich bin neidisch, wenn ich als Sachse, wo wir immer noch den Spruch vom roten Brandenburg kennen, sehe, was er hier auf die Beine stellt. Was stellen wir denn auf die Beine, meine Damen und Herren? Das Erste ist, dass Sie in Eisenhüttenstadt natürlich genau erlebt haben, was alles schiefgegangen ist seit 1990. Eisenhüttenstadt ist ja ein bemerkenswertes Projekt. Stalinstadt. Ich weiß gar nicht, wahrscheinlich war niemand hier dabei, als es noch Stalinstadt heißt. Doch! Also ich freue mich, dass ich nicht nur die junge, die unreife Jugend, sondern auch die reife Jugend zu meinen Gästen gehören erzählen kann. In 10 Jahren stand in Google Maps noch Stalinstadt drin. Na gut, da steht viel drin. Also ein Projekt, das zeigen sollte, die neue Welt, die nach dem Krieg beginnt. Das man ausdrücken wollte. Man baute also das, was man damals für das Wichtigste und Modernste hielt, ein Stahlwerk. Und man baute Häuser, zumindest im ersten Wohnkomplex, in einer Architektur, die heute noch als maßgeblich gelten kann für gelungenen Siedlungsbau der damaligen Zeit, im Übrigen um Längen besser architektonisch als vieles das, was man im Westen als Moderne verkaufte. Das ist Ihre Stadt. Und dann gab es halt das, was in der DDR immer war. Es war eine Industriestadt, es kam die Plattenbauphase, das Eisenhüttenkombinat Ost wuchs und es hat Ihnen, Ihren Eltern, Arbeit geliefert. Vielleicht nicht, wenn es nicht direkt war, doch indirekt. Es hat jeder in dieser Stadt davon profitiert. Das ist nun mal so. Es war eine starke industrielle Monokultur mit allem, was dafür und dagegen gesprochen hat. Und dann kam die Wende und eigentlich war es damit aus. Es gibt zwar noch ein Stahlwerk mit vielen Subventionen, aber Sie wissen selbst, wie es diesem Stahlwerk geht, seitdem der Energiepreis da ist, wo er ist. Es wird niemand, der bei Trost ist und nicht vom Staat dafür Geld bekommt, hier noch in Stahl investieren. Sie können also davon ausgehen, wenn sich die Politik nicht ändert, wird es für Ihre nächste Generation keine Jobs mehr geben im Stahl. Weil Stahl braucht viel Energie und wir haben mittlerweile die tollsten Energiepreise der ganzen westlichen Welt. Wir federn das ab mit Subventionen. Das Geld ist endlich. Das heißt, wenn wir die Politik nicht ändern, war es das. Und da können Sie froh sein, dass es bei Ihnen immerhin noch weitergeht. Ich kenne sächsische Regionen, da ist das so. Ich nehme Sie Weißwasser, ähnliche Geschichte. Kleiner Ort, Braunkohletagebau, Braunkohlekraftwerk, in dem Fall ist es, glaube ich, Schwarze Pumpe. Da hatten wir 45.000 Einwohner, jetzt haben wir 15.000 Einwohner. Jetzt haben wir einen Kohlekompromiss, jetzt wird das Kraftwerk geschlossen. Und wenn das Kraftwerk weg ist, es lebt ja der Fleischer, der Bäcker, der Handwerker von den guten Löhnen, die im Kraftwerk bezahlt sind. Das heißt, wir haben eine Stadt, die wir töten. Was sagt der Ministerpräsident Kretschmer? Das ist der, der jetzt Woidke empfiehlt. Insofern darf ich, wenn ich auf den einen haue, haue ich auf den anderen mit. Er sagt, wir machen eine zweigleisige ICE-Strecke Berlin-Görlitz und die soll dann in Weißwasser halten. Weißwasser hat, wenn der mit seiner Politik durch ist, noch 10.000 Einwohner. Meine Damen und Herren, der hält kein ICE mehr. Sein zweiter Plan ist es, eine Behörde neu in Weißwasser anzusiedeln. Fragt mich, wer die bezahlt. Und Sie wissen ja mittlerweile, wie Behörden so aussehen, die man bei Ihnen ansiedelt. Alle Chefs und alle wichtigen Leiter kommen aus dem Westen und Sie dürfen dann halt Sicherheitspersonal, Putzpersonal und weiß ich, Haustechniker sein. Das ist Ihre Zukunft. Und dann sagen Sie Ihren Kindern, hau bloß ab. Wir sind heute hier, weil wir Ihnen sagen, ihr bleibt schön da. So,
Und jetzt haben wir also eine Zukunft, die, wenn wir die Politik nicht ändern, verheerend ist und die im Übrigen auch anspruchsvoll sein wird, wenn wir das sind. Also wir sind zwar natürlich cool und fühlen uns auch so, aber meine Damen und Herren, muss ich enttäuschen, wir können auch nicht zaubern. Wir machen die Fehler, die in den letzten Jahrzehnten gemacht sind, nicht von heute auf morgen weg. Wir können auch nicht alles ändern. Aber das Erste, was wir Ihnen versprechen können, ist, dass sich dieses furchtbare Mehltau da über unserem Land legt, diese Grabesplatte, die Sie eigentlich alle innerlich aufgegeben haben. Dass Sie sich abends nicht mehr trauen, Ihren Frust in den Computer zu hacken, weil Sie Angst haben, am nächsten Tag kommt die Polizei. Dass Sie auch nicht wissen, was die Zukunft ist, das nehmen wir Ihnen weg. Wenn wir regieren, haben Sie erstmal alle wieder Lust und Mut. Und wenn die Jungs da hinten eine Firma gründen wollen, dann fragen Sie nicht, in welchem Land habe ich die besten Startbedingungen, sondern Sie sagen, das mache ich hier mit meinen Kumpels. In Eisenhütte. Wir geben ihnen den Mut und den Glauben an sich selbst und ihre Heimat zurück. Und glauben Sie mir, das versetzt schon mal Berge. Wenn Sie plötzlich wieder denken, ich kann hier anfangen, was ich hier mache, ist nicht verloren. Meine Meinung zählt. Ich bin der Herr im eigenen Land. Dann haben Sie dieselben Aufbruchstimmungen, die Ihre Vorfahren hatten, als Sie Stalinstadt gebaut haben. Und glauben Sie mir, die Situation, als man Stalinstadt baute, war mindestens genauso schlecht wie heute. Man kann es also hinkriegen. Aber nur, wenn man dran glaubt und wenn man eine Politik hat, die zumindest dieses Projekt unterstützt. Ich bin kein großer Fan der DDR und schon gar nicht der Ulbricht-Jahre, aber in Eisenhüttenstadt haben sie ein Projekt unterstützt. Und wer es nicht glaubt, kann sich ja die alten Gebäude anschauen. Ja. Sie verdienen es, dass man ihnen erstmal wieder die Chance gibt, sich zu unterstützen. Wie machen wir denn das? Und das beginnt jetzt da hinten bei einer Generation, die eigentlich von sich selbst und der Zukunft große Unsicherheit verspürt. Denn in den schlimmsten Zeiten, meine Damen und Herren, war für Sie doch gewisse Dinge klar. Ihr privates Leben, die Art und Weise, wie Sie gelebt haben, war völlig klar. Also ich glaube nicht, dass irgendjemand, der hier ist und über 30 ist, jemals daran gezweifelt hat, ob er ein Mann oder eine Frau ist. Ich glaube auch nicht, dass Sie irgendeinen Lehrer hatten, der Ihnen die Frage gestellt hat. So, und jetzt liebe U25 da hinten. Wie viele Geschlechter gibt es? Zwei. Zwei. So, und das Ganze bitte morgen, übermorgen dem linken Ethiklehrer mit der Geste ins Gesicht sagen und sich keinen Kopf machen über die Schulnote, weil ihr euren Job und euer Leben nicht dafür kriegt, dass ihr gute Schulnoten kriegt, sondern dass ihr Anstand und Charakter habt. Deshalb seid ihr hier. Ihr seid Männer und Frauen und das ist erstmal großartig. Es sind übrigens nicht nur die echten Männer rechts, das war nur der Anfang. Überraschung, sind auch die echten Frauen rechts. Nicht rechts ist derjenige, der da allen Ernstes zweifelt. Meine Damen und Herren, der hat einer der Waffe. Den erreiche ich nicht, der wählt Wodke. So. Das wollen wir nicht. Ihr seid als nächstes Kinder eurer Eltern. Klingt banal in einer Zeit, wo doch die Mehrheit der Familien es schwer hat. Wir haben sehr viele Alleinerziehende und Patchwork-Familien, gerade in Brandenburg. Ich kenne die Zahlen. Egal. Ich weiß, dass Eltern es schwer haben. Alleinerziehende Mütter haben es doppelt schwer. Die müssen arbeiten, sich um euch kümmern und ihr Leben in den Griff kriegen. Patchwork ist doppelt schwer. Man muss sich dann noch mit irgendjemandem auseinandersetzen, den man vielleicht gar nicht leiden kann und wo man auch nicht dazugehört. Trotzdem liebt man sich und hält zusammen. Wenn das kaputt geht, wird es für jeden Einzelnen umso schwerer, weil ihr dann gar niemanden mehr habt, der ein Korrektiv dasteht gegenüber der ganzen Indoktrination, den Lügen. Und den Verwirrungen, denen man euch in Schule, Fernsehen und sonst wo aussetzt. Und deshalb möchte ich und sage das auch immer, dass wir die Eltern respektieren. Und zwar selbst dann, wenn sie komische Dinge tun, zum Beispiel CDU wählen. Wir heilen zusammen und respektieren eure Eltern. Und ihr werdet sehen, und das ist jetzt der große Grund, warum ihr so wichtig seid. Ich kriege keine jungen Wähler, weil ich die reifere Jugend habe. Aber ihr setzt den Trend. Ihr seid die, die aktiv ist. Wenn ihr AfD wählt, gibt ganz viele Leute im fortgeschrittenen Alter wie meins, die wollen unbedingt bei der Jugend dabei sein. Brauche ich die Mehrheit? Ich brauche die Coolen. Ich brauche euch. Das heißt, wir respektieren das und wir geben das weiter in Freunde und Verwandten. Liebe Freunde, ihr seid dann auch Eisenhüttenstädter. Beschäftigt euch durchaus mit eurer Geschichte. Guckt euch das an, es ist euer. Das ist eine schwierige Geschichte. Es ist immer schwierig, in einer Stadt zu wohnen, die als Stalinstadt gegründet wurde. Zumal wir hier nicht beim BSW sind.
Aber es ist eine Geschichte, die ist deutschlandweit einzigartig. Sie ist einmalig. Es ist doch mal was. Wir sind nicht austauschbar. Ihr seid erst recht nicht austauschbar. Ihr habt was zu erzählen. Dann macht es doch mal mit Stolz. Und der Stolz endet übrigens nicht an der Stadtgrenze von Eisenhüttenstadt. Ich weiß, wie schwer das ist, wenn man irgendwo im Westen ist und man ist in Berlin und das sind lauter Menschen, von denen man glaubt, die haben viel mehr von der Welt gesehen und sind ganz, treten ganz cool auf, durchzudrücken und zu sagen, übrigens, ich komme aus Eisenhüttenstadt und Eisenhüttenstadt ist wertvoll. Eisenhüttenstadt ist meins und in Eisenhüttenstadt haben wir was aufgebaut. Und man kann es daran trainieren. Und wer es trainiert, trainiert nicht einfach über seine Stadt zu reden, liebe Freunde, er trainiert seinen Charakter. Wir brauchen Charakter. Damit sind wir bei einem Thema, das so problematisch ist in der heutigen Welt. Ihr seid ja nicht nur Männer, Frauen, Kinder eurer Eltern, Eisenhüttenstädter, ihr seid Deutsche. Die halbe Welt, auch was ich, drei Viertel der Welt finden das großartig. Ich glaube, nirgendwo ist das Wort Deutschland so problematisch und so unbeliebt wie bei deutschen Politikern, deutschen Professoren und deutschen Journalisten. Liebe Freunde, brauchen wir deutsche Politiker, Professoren oder Journalisten oder brauchen wir das Herz am rechten Fleck und stolz auf uns selbst? Und deshalb seid deutsch und macht doch. Das ist jetzt nicht nur so eine nette Politikerpredigt, sondern es ist in Wahrheit der einzige Weg für euch, und die Eltern haben da einen Vorteil, damit ihr das Leben kommt. Denn das Leben, was vor euch ist, wird anders sein als alles das, was euch eure Lehrer und Eltern letztlich auch erzählen können. Denn ihr lauft in eine unfassbare Revolution hinein. Es beginnt mit der Technik. Welcher Beruf wird in 10, 15 Jahren nicht gegen einen Computer antreten? Also meinem Sohn habe ich zum Beispiel verboten, etwas zu tun, was ich noch gemacht habe, Jura zu studieren. Ich habe ihm gesagt, du kannst gern alle Gesetze auswendig lernen. Sagen wir mal, du schaffst 1000, der Computer kann alle. Du kannst 100 Gerichtsurteile studieren, der Computer kennt alle. Er wird immer mehr wissen als du. Willst du gegen einen Computer antreten? Und du wirst verlieren. Das heißt, die Zeit, wo man mit einem antrainierten, anstudierten Fachwissen, ich kenne 1000 Gesetze, irgendwas reißen kann, die ist absehbar vorbei, zumindest für euch da hinten. Aber in einer Zeit, wo Computer die Facharbeit machen, gibt es zwei Dinge, die übrig bleiben. Das eine ist Handwerk. Es kommt kein Roboter und wechselt diese Lampe aus. Und das zweite, keiner näht. Keiner kümmert sich um Menschen. Lehrer brauchen wir auch. So, und das dritte, und Kindergärtner und Pfleger hoffentlich auch, wenn die da hinten Kinder kriegen. So, und das nächste, was wir brauchen Charakter. Das heißt, wenn ihr euch die Frage stellt, was soll ich in meinem Leben machen? Und euer Lehrer sagt euch, wenn es irgendwie geht, mach Abitur und studiere, dann ist das der garantiert falsche Weg. Und der richtige Weg ist immer zu überlegen, wie komme ich in eine Welt durch, die extrem computerisiert und digitalisiert wird. Und die Antwort lautet, wenn du Überblick hast, und wie kriegst du Überblick über Leben, indem du Charakter hast. Wie kriegst du Charakter, indem du weißt, wer du bist, dich selbst liebst und denken lernst. Logisch denken und Allgemeinbildung lernen, damit du imstande bist, in einer sich ändernden Welt geradeaus zu gucken. Deshalb brauchen wir nicht so viele Universitäten. Aber wir brauchen Bildung im alten, hergebrachten Sinn. Ich traue es jetzt ja kaum zu sagen, aber es schadet nicht, ein Gedicht auswendig zu machen. Das ist etwas, was die AfD machen möchte, während in den Schulen mittlerweile, auch in Brandenburg, sowas nicht unterrichtet wird, sondern man lernt, wie man lernt, aber man lernt überhaupt keine Inhalte, keine Geschichten, keine Fakten mehr. Die Wahrheit ist, dass jeder von den Älteren, der hier eine 10. Klasse Polytechnische Oberschule abgeschlossen hat, besser ausgebildet ist als ein heutiger Abiturient, weil er einfach mehr gelernt hat. Und das sollte euch zu denken geben und ihr solltet selbst unterscheiden. Das heißt, ihr müsst stark sein. Wenn ihr stark seid, dann seid ihr schon mal unsere Männer und Frauen. Denn wir wollen euch stark haben. Das unterscheidet uns vom Wolfke, der Ampel und der CDU. Die wollen Untertanen. Die wollen erstmal, dass ihr völlig atomisiert seid, einzeln seid. Ihr habt kein Volk. Wenn ihr zu oft vom Volk redet, kommt der Verfassungsschutz. Ihr habt keine Gemeinschaft. Sie erzählen euch, dass Heimat da ist, wo man den Laptop aufklappt. Das sind keine Witze, das erzählen sie wirklich. Und sie sagen, dass die Familie da ist, wo sich mehrere Generationen auf denselben Kühlschrank begeben. Das ist falsch. Heimat ist da, wo man Wurzeln hat, idealerweise im Grundbuch steht. Das machen sie auch unmöglich durch Heizungsgesetze etc. etc. Und Familie hat immer noch was damit zu tun, dass man sich zusammenschließt, und zwar mit dem jeweils anderen Geschlecht, und Kinder hat, damit die Generationenfolge weitergeht.
Wenn ihr das presst, dass Heimat was mit Wurzeln und Familie was mit Gemeinschaft und Kindern zu tun hat, herzlich willkommen, ihr seid gesichert Rechtsextrem. Das ist alles. Dieser kleine Exkurs soll eins zeigen, dass es heute in der Politik nicht mehr um die Fachfragen und die Kleinigkeiten der Vergangenheit geht. Ich habe diese Umgehungsstraße und diese Schnellstraße von Frankfurt nach Eisenhüttenstadt gerade sehr genossen, sonst wäre ich noch später gekommen und Gott sei Dank wurde ich nicht gebläst. Aber die Zeit, wo man sich über so eine Straße gestritten hat, ist vorbei, weil wir viel, viel tiefer anfangen. Es geht wirklich darum, dass wir anfangen, dass jeder sich den Respekt, den man ihm verwehrt hat, so auf ganz verschiedenen Ebenen einfordert von der Politik. Man hat euch den Respekt für eure Lebensleistung verwehrt, die Eltern. Man hat euch den Respekt für das verwehrt, was hier aufgebaut wurde. Und viele werden auch dann, wenn sie schon in Berlin waren, geschwiegen haben, wenn es um ihre Heimat geht und sie lieber nicht gesagt haben, Eisenhüttenstadt. Ich komme aus dem Brandenburger Land. Klingt besser, oder? Nein, ich komme aus Eisenhüttenstadt. Und euch verwehrt man den Respekt, indem man euch einreden will, dass ihr noch nicht mal wissen dürft, ob ihr Männer oder Frauen seid. Und wir wollen erstmal in einer ganz einfachen, da ist noch nicht viel verändert, dass ihr Respekt euch zurückholt, dass ihr ihn einfordert und dass ihr dieses Einfordern ausdrückt. Und die allereinfachste, grundlegendste und im Übrigen auch die einzige Art, wie ihr sehr wirksam Respekt einfordern könnt, ist diese Herren zu wählen, die hier zu meiner Linken sitzen. Denn das haben wir jetzt in Sachsen und Thüringen gelernt. 30% und es gibt keine Kontrolle. Und jetzt stärkste Kraft in Brandenburg und die Ampel ist weg. Es ist kein Witz, der Wolke tritt zurück. Und die SPD weiß, wenn wir jetzt mit der Ampel weitermachen, dann ist in einem Jahr die Hälfte unserer Mandate weg. Und dann wird man erklären, an allem sind die Grünen schuld. Das stimmt zwar, aber es ist auch ein bisschen eine Verkürzung. Wir nehmen jetzt die CDU mit rein. Das ist die Ampel weg. Ihr fordert Respekt ein und die Ampel fällt. Ich finde das nicht uncool, liebe Freunde. Ich finde das nicht uncool. Und das führt dazu, dass ihr euch mal bewusst macht, was für eine Macht ihr habt. Denn am Wahltag seid ihr genauso viel wert wie der Wolke. Jeder eine Stimme, der hat auch nur eine. Der hat nicht mehr als ihr. Auch Frau Scholz. Ihr habt eine Stimme, die haben eine Stimme. Aber nur am Wahltag. Andernorts lachen die über euch. Andernorts respektieren sie euch nicht. Andernorts machen sie Politik, die einen Scheiß auf euch gibt. Die drehen euch die Strompreise hoch. Wenn ihr Eigentumswohnung habt, kriegt ihr eine Sanierungsauflage und dank EU-Regulierung nicht mal einen Kredit, ums Haus umzubauen, damit ihr es verkaufen müsst. Aber am Wahltag ist es Parität. Und deshalb ist der Wahltag der entscheidende Tag für jeden Einzelnen von euch. Und wer da zu Hause bleibt, es tut mir leid, der hat nicht die hellste Kerze auf der Torte. Wir gehen zur Wahl. Und wir zeigen, dass wir mehr sind. Und egal, was die Linken sagen, wir sind mehr. Zumindest in Brandenburg und ganz gewiss in Eisenhüttenstadt. Aber das muss sich in einem Ergebnis widerspiegeln. Wir brauchen hier das Direktwahlkreis. Wir brauchen den Wahlkreis direkt gewonnen. Wir müssen stärkste Kraft werden und idealerweise müssen wir dank eures großartigen Deckelung der Ausgleichsmandate müssen wir auch die Sperrminderheit im Brandenburgischen Landtag haben. Das ist die Sicherheit. Was passiert dann? Es passiert etwas in Brandenburg und es passiert etwas außerhalb. Ich will jetzt, um die Sache abzukürzen, die sehr schöne, aber vielleicht ist nicht die wahrscheinlichste Lösung, dass Christoph Bern mit 51% der Stimmen Ministerpräsident wird, mal ausblenden. Da darf sich jeder selbst ausdenken, was passiert ist, wäre sehr geil. Aber, meine Damen und Herren, nehmen wir doch nur mal an, es reicht für das Drittel der Abgeordnetenmandate. Das ist optimistisch, aber erreichbar. Der Wolke weg, die Ampel weg, die AfD der Landtagspräsident. Keine Besetzungen des Verfassungsgerichts, der Parlamentarischen Kontrollkommission etc. etc. ohne uns. Es geht plötzlich nicht mehr. Keine Verfassungsänderung ohne uns. Auf einen Schlag könnte es zwar noch regieren, und sie werden weiter schlecht regieren. Aber es ist, sie spüren euren, nicht unseren, sie spüren euren kalten Atem in ihrem Rücken. Es ist eure Macht. Ihr habt den Spieß umgedreht.
ihr besteht zum ersten Mal darauf, dass seit 1990 Politik nicht gemacht wird fürs Klima in 100 Jahren, für Fahrradfahrer in Peru, für ukrainische Oligarchen, weiß der Kuckuck für wen, für die Berliner Blase, sondern ihr sagt, für uns. Und das spüren sie plötzlich. Und glaubt mir, Politiker, gerade etablierte Politiker, die ja wie bei den Grünen üblich nichts können außer Politik, sind sehr sensibel, wenn sie merken, die eigenen Mandate und Jobs fallen. Und deshalb ist das Ganze, was wir hier machen, vor allen Dingen eine ganz große Motivationstour, um das Feuer und die Leidenschaft zu wecken, endlich im eigenen Land wieder Herren zu sein. Euer Land, eure Stadt. Und entweder die Jungs und Mädels da hinten haben eine Zukunft, oder sie haben keine. Und den Unterschied können wir zurzeit dieses Jahr an dieser Wahl ohne machen. Das muss klar sein. Und dasselbe gilt für die Bundespolitik. Mit der AfD in drei Bundesländern bei 30. Davon in zwei, wenn wir Glück haben, mit der Sperrminderheit. Verbrennerverbot, Wacken. Wir haben in Thüringen zumindest über 50% für ganz klare Antikriegspolitik in der Ukraine. Das könnten wir hier, na, schaffen wir nicht ganz. Oh, knapp. Das heißt, die Kriegskurs wackelt, das Verbrennerverbot wackelt. Die Grünen sind aus der Region. Und dann gibt es ja etwas, es gibt in der Politik oder auch in einem Wahlvolk sowas wie Opportunisten. Die sind immer gern da dabei, wo Bewegung dabei ist. Also viele von denen, die vielleicht vor 3-4 Jahren mit euch nicht mehr geredet haben, als ihr euch als AfD-Wähler geoutet haben, die waren schon immer wieder eure Freunde. Ich erlebe das in Dresden. Ich werde deutlich wieder zu Sachen eingeladen, mit denen ich schon abgeschlossen hatte und überlege immer, ist das jetzt gut oder schlecht. Wir haben Vorderhand. All das kann in Brandenburg entschieden werden. Und deshalb ist eigentlich kein Weg zu weit, ist keine Anstrengung zu groß, es zu machen. Das weiß ich jetzt, dass die Mehrheit hier uns eh schon wählt, ich vermute mal 95%. Aber es ist noch ein bisschen Zeit bis zum Sonntag. Und die Bitte ist, dass ihr es raustragt. Wir haben uns auch daran gewöhnt, zu schweigen und nicht über Politik zu reden, weil wir keine Konflikte haben wollen, im Freundeskreis, im Verwandtenkreis. Ich würde mal sagen, wir riskieren jetzt mal bis zum Wahltag Konflikte. Und zwar, indem wir den Leuten die Pistole auf die Brust setzen. Wer meckert denn eigentlich nicht in einem Beschluss? Also wer immer noch sagt, Annalena Baerbock ist eine geniale Außenministerin, gut, dann spart euch die Zeit, mit ihr zu reden, aber ich glaube, da ist doch die Dichte im Osten rar gesehen. Ich gebe dazu, Franziska Keller kommt aus Gruben. Da ist auch irgendwas schief gelaufen, aber das, hoffe ich mal, sind hier in Ostbrandenburg die Ausnahmen. Wer meckert, wer unzufrieden ist, dem sollte man auch klar machen, was seine Neutralität, sein Festhalten an Wolke für Folgen hat. Und dann muss man den Spieß umdrehen. Man hat uns doch ständig, als es 2015 losging, was wollt ihr eigentlich, seid ihr Ausländerfeinde bei Corona, dasselbe nochmal, ihr gefährdet uns alle, ihr Bösewicht. Also, warum haben wir nicht den Mut zu sagen, mit deiner blöden Wahl von SPD, CDU, Grünen, bringst du die Kinder da hinten um ihre Zukunft in der Heimat, du zwingst sie zu gehen. Was soll das eigentlich? Und dich selbst schadest du ja auch. Wer jetzt beim Stahlwerk noch arbeitet, ja vielleicht kommt er noch durch und kriegt halt ein Vorruhegeld. Und seine Kinder kriegen keinen Job mehr. Bei den Energiepreisen. Die steigen ja weiter, wenn die Grünen weitermachen können und die Sozialdemokraten. Oder wer Beamter ist, was glaubt denn diese Beamten? Dass das Steuergeld aus der Druckerpresse kommt? Irgendeiner muss es ja erwirtschaften, meine Damen und Herren. Der Wohlstand Deutschlands besteht nicht darauf, dass wir uns gegenseitig die Haare schneiden und mit Pizza beliefern. Er besteht immer noch darauf, dass Leute arbeiten und was produzieren, was sie die ganze Welt verkaufen. Und wer da immer noch meint, ich will aber jetzt nicht AfD, weil es wird zu radikal oder sonst was. Dieses Land geht vor unseren Augen vor die Grütze. Wir haben offene Grenzen. Hier wandern 300.000 Leute pro Jahr ein, von denen absehbar weit mehr als die Hälfte mit Sicherheit nicht arbeitet, sondern Geld haben will. Die hier auch nicht hergehören. Ich vermute, es gibt auch hier einen Flüchtlings. Ja, gibt es. Gibt die Erstaufnahme, meine Güte. Was erzähle ich hier? Zukünftige Abschiebehaftung. Das ist wieder.
ein Land mit offenen Grenzen, 300.000, die reinkommen, voll versorgt, nicht arbeiten wollen. Eine Energiepolitik, die die Industrie kaputt macht, die uns überhaupt noch am Leben hält. Der wichtigste Energiezweig, die Autoindustrie, geht absehbar vor die Hunde. VW hat die Beschäftigungsgarantie gestrichen. Eine Armee, die uns nicht verteidigen kann. Ein Rechtssystem, das im Wesentlichen Straftäter mehr versteht, als sie bestraft. Und ein öffentlich-rechtlicher Rundfunk, der so ein hohes Budget hat, wie ganz Hollywood zusammen. Reichen 5 Milliarden? Und noch mehr? Und was produzieren sie? Irgendwelche AfD-Agitprop. Eine Justiz, die nicht vorankommt. Und Politiker auf dem Niveau von Saskia Esken und Ricarda Lang. Meine Damen und Herren, ich bekenne mich dazu, ja, ich möchte das alles ändern. Und wer eben mehr als einen Punkt ändern will, ist radikal. Aber wer in dieser Situation nicht mehr als einen Punkt ändern will, der hat nicht begriffen, wie die Lage ist. Deshalb ändern wir sie auch. Dann haben Sie keine Angst vor irgendwelchen Etiketten, die man Ihnen anklebt. Schauen Sie, man hat sie doch seit 1990 eh nicht ernst genommen. So, das erste Mal, dass man sie ernst nimmt, ist jetzt, weil man Angst vor ihnen hat. Und jetzt machen Sie sich Gedanken, dass man vielleicht Ihnen einen schlechten Begriff an die Nase bindet. Die Brandenburger sind rechtsradikal. Und dann seien Sie doch rechtsradikal und werden ernst genommen. Was ist denn besser, ernst genommen zu werden oder geliebt zu werden von den falschen Leuten? Ich empfehle Ihnen aus eigener Erfahrung, werden Sie lieber ernst genommen. Und passiert wenigstens was. Kämpfen Sie um Ihren Respekt. Sie lassen sich unterbuttern. Sie lassen sich unterbuttern. Gerade Brandenburg. Und das muss sich ändern in diesem Jahr. Und damit können wir eigentlich nicht falsch schließen. Wir erwarten von den Jungs und Mädels da hinten, dass ihr euch selbst liebt. Ihr müsst euch selbst lieben. Wenn ihr euch selbst nicht liebt, werdet ihr ständig schlecht behandelt, ihr werdet untergebuttert, man wird euch irgendwas erzählen und ihr werdet am Ende nicht durchkämpfen. Ihr könnt nur dann bestehen, wenn ihr zu euch selbst steht und wenn ihr wisst, wer ihr seid. Breites Kreuz haben. Zusammenstehen und auf das, was man ist, stolz sein. Und ihr seid verdammt viel. Ihr seid richtig gut. Ihr habt was zu bieten. Ihr arbeitet an euch. Ihr macht Sport. Ihr guckt geradeaus. Ihr interessiert euch fürs Gemeinwesen. Ihr habt was gelernt. Ihr seid leistungsfähig. Ihr seid tausendmal besser als die ganzen linken Spinner, für die man jetzt irgendwie Haschisch freigegeben hat. Nehmt keine Drogen. Ihr habt es nicht nötig. Ihr seid besser. Steht zu dem, was ihr seid, weil es euer ist. Diese Heimat, dieses Land Brandenburg ist euer. Egal wie schwer es zu Hause ist und auch wenn es finanziell knapp ist, dann geht in die nächste Stadt oder geht in euren Wohnkomplex 1 und sagt, mein Erbe, es ist meins. Und ich werde es mir mit meinen Freunden greifen und ich werde dafür sorgen, dass es wieder blüht und dass die Hoffnung und Träume derjenigen, die es erbaut haben, in mir wahr werden und es weitergeht. Ihr habt unheimliche Stärke in euch und glaubt ja nicht, dass die, die euch gegenüberstehen, in irgendeinem Jota euch überlegen sind. Sie sind euch nur in einer einzigen Sache überlegen. Sie haben eine große Klappe und ein unerschütterliches Selbstbewusstsein. Und dafür werden sie euch unterbuttern. Weil wenn ihr euch selbst liebt und euch klar macht, was ihr für eine Stärke in euch habt, weil ihr seid, was ihr seid, Männer, Frauen, Kinder eurer Eltern, Eisenhüttenstädter und Deutsche, dann steckt ihr sie in die Tasche. Und das wollen wir am 22. sehen. Und deshalb ist die Botschaft, die wir haben, vor allem eine, dass wir möchten, dass in diesem Land wieder Politik für die Leute in diesem Land gemacht wird. Der Anspruch ist Politik für euch. Und die Details macht der Kollege Holloch. Für die bin ich überhaupt nicht zuständig. Aber für die Richtung, da bin ich mit dabei. Und die Richtung muss klar sein. Wir brauchen die komplette Wende von einer Politik, die für alle da ist, außer für euch. Ich habe auf dem Flug hierher gelesen, Annalena Baerbock hat gerade hunderte Millionen Winterhilfe für Moldawien zugesichert. Hinterhin für Moldawien. 300.000 pro Jahr, die dann auch hier bleiben, das summiert sich. Komm rein. Ich weiß nicht, 200 Millionen Winterhilfe für Moldawien. Wie viel, ich weiß gar nicht, sind der größte Ukraine-Sponsor? Also immer, wenn ihr irgendwie mal wieder ein schönes, großes Luxusauto mit ukrainischen Kennzeichen vor euch seht, da fährt eure Arbeit. Da fährt eure Arbeit. Das ist wahrscheinlich der westliche Wert, den wir verteidigen. Oder Zelenskys Kokain, ich weiß es nicht. Und jetzt ändern wir das. Nicht, weil wir was gegen die Ukrainer haben. Also im Gegenteil, mit uns hätte es den Krieg nicht gegeben, mit uns wird er enden.
weil wir kein Mitgefühl für den Winter in Moldawien haben. Aber auch die Moldawier würden profitieren, wenn der Krieg beendet ist. Wenn die, dass das so schlecht ist, hat dann was damit zu tun, dass vorher eine Katastrophe stattfindet. Wir gönnen auch den Peruanern, wenn sie Fahrrad fahren, aber sollen sie selbst erarbeiten. Das können wir auch tun. Weil wir finden, dass ihr dran seid, denn ihr seid nicht reich, egal was man euch erzählt. Ihr seid vom Vermögen in der EU die ärmsten Schweine. Ärmer als die Tschechen, weil die nämlich alle Eigentumswohnung besitzen. Eure Löhne sind zu niedrig, die Renten sind verheerend und werden auch weiter sinken, so wie die Altersverteilung ist. Wir haben kaum noch Kinder. Wir haben aber eine Regierung, die sagt, scheiß drauf, sind ja bloß die Ossis. Und deshalb gibt es die AfD. Denn die sagt, unser Land, unsere Regeln und wir sind zuerst dran. Darum geht es. Von daher nehme ich also ein Versprechen ab. Wenn der Dennis hier mit einem klaren Vorsprung gewählt wird, und zwar so, dass also jetzt bitte nicht 0,1% oder so. Ja. Also wir wollen hier schon eine Hausnummer haben. Weil wenn wir es hier nicht schaffen, schaffen wir es irgendwo. Das ist das Nächste. Also wenn wir in Eisenhüttenstadt nicht klar siegen, dann brauchen wir, glaube ich, in Potsdam nicht antreten. Dass wir brauchen eine klare Aussage. Und das ist die Aufgabe von jedem Einzelnen auch da hinten. Wir müssen die, die noch unentschieden sind, umdrehen bis zum Wahlkampf. Sonst macht das ja keinen Sinn. Wir müssen uns ja nicht gegenseitig erzählen, wo wir stehen. Das wissen wir. Aber ihr müsst hier rausgehen und mit Feuer und Leidenschaft Leute ansprechen und umdrehen. Ihr müsst mitmachen. Wir brauchen mehr Mitglieder. Antrag stellen. Wir brauchen Mitglieder, ihr müsst mitmachen. Das kommt alles nicht von selbst. Wir brauchen, dass ihr es auch in euren Social Media Kanälen rumposaunt. Ich bin jetzt die ganze Zeit da. Jeder kann ein Reel mit mir drehen, wenn er mich markiert und das auf seine Seite stellt. Wir brauchen Power auf der Straße. Das ist doch hier kein Ponyhof. Politik ist real und das wisst ihr doch alle. Guckt euch doch das Land an, wie es in die Grütze geht. Warum? Weil wir Politik nicht ernst genommen haben, weil wir sie Leuten überlassen haben, die wir noch nicht mal die Kreissparkasse Eberswalde Filialleiter werden lassen würden. Oder Kreissparkasse Eisenhüttenstadt. Deshalb ändern wir das jetzt. Und das ist der große Aufbruch. Ich denke, jeder merkt ihn. Ich merke ihn hier übrigens stärker als im sächsischen Wahlkampf. Gratulation an euch. Wir haben eine Umbruchstimmung im Land. Die Leute wissen, es geht vorwärts. Und viele, die schon innerlich resigniert haben, kommen wieder zu den Veranstaltungen und sagen, wir versuchen es nochmal. Danke, dass ihr da seid. Aber das ist heute nicht der Höhepunkt des Wahlkampfs, das ist der Anfang. Und dann feiern wir gemeinsam und machen einen schönen Weihnachtsumbruch, Sommer, irgendwas, was du organisierst. Und wir gucken, dass wir das Feuer und die Zukunftsglaube, den Optimismus und den Kampfkraft der alten Stalinstadt ins heutige Eisenhüttenstadt holen. Vielen Dank.